Moin moin meine treuen Gefährten und willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls hier auf der Nintendo Switch und auf meinem Kanal. Beim letzten Mal waren wir im Finsterwurzgarten und da gehen wir auch wieder hin, denn es gibt da noch einen anderen Bereich, den habe ich durch Zufall entdeckt und den werden wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar geht es um das Finsterwurzbecken. Ich bin da schon ein bisschen rumgerannt. Bin allerdings auch schon ein, zwei Mal gestorben da. Deswegen wundert euch nicht, dass ich mich am Anfang ein bisschen auskenne und ein, zwei Items schon eingesammelt habe. Die sind aber nicht weiter schlimm gewesen. Das war nichts Gravierendes, was man da einsammeln konnte. Und viel weit und richtig weit habe ich auch nicht gespielt. Also das alles, was ihr jetzt seht, das werdet ihr auch, da werde ich nichts vorweg spoilern können. Denn es ist so, oh, guck mal, da ist wieder was eingesammelt. Also die geben, die droppen es fast zu 100% jedes Mal, ne? Genau, das ist auf jeden Fall so, dass da nicht so viel passiert ist bis jetzt. So, den nehmen wir noch mit, da der kommt. Ja. So. Da hat er auch schon was fallen gelassen, super. So, und jetzt geht's hier mich hoch. Und hier war ich schon. Aber ist es jetzt nicht schlimm, dass ich hier war. Ich kann nämlich hier runter gehen. So, und ich bin hier schon ein Stückchen längs gelaufen. Also wundert euch nicht, dass ich hier längs laufe und schon alles kenne. Denn, so ist es. Allerdings war hier so ein kleines Viech. Das lag hier rum. So ein mit so einem Diamanten auf dem Rücken. Wie wir in meiner ersten oder zweiten Folge hatten. Habe ich leider nicht erwischt. Hat nichts Cooles für mich gedroppt, sozusagen. War da eigentlich auf einmal was weg. Ich hätte gehofft, dass es nochmal auftaucht, aber das tut es leider nicht, wenn man es nicht wirklich killt. So ist es. So, wir gehen hier runter. Runter. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin hier schon einmal runtergestürzt. Na, sogar zweimal schon. Weil man nicht richtig vorsichtig hier runtergelaufen ist. Also es gibt hier schon so ein paar Wege. Also hier müssen... Da oben liegt jemand. Also könnt ihr euch einsammeln. Hier oben liegt ein, ist ein Item bei so, einem, bei so einer Leiche. Da. Habe ich jetzt aber nicht... habe ich jetzt nicht eingesammelt. Habe ich eingesammelt. Also war aber nichts... War jetzt aber nichts super... Sagen wir mal so. Runter. Weiter. Bild immer Anschlag haben, denn ich weiß ja nicht, was da noch so kommt. So, hier bin ich hingelaufen bis zu so welchen komischen Eisdingern, die mich killen wollten. Und dann habe ich aufgehört. So, da hinten trauen wir uns nicht hin. Wie man sehen kann, könnt ihr das da hinten sehen? Da bewegt sich was da hinten und ich habe ein bisschen Angst. Deswegen bin ich erst hier hochgelaufen und guckt, ob ich hier irgendwas machen kann. Machen wir jetzt auch wieder. Da seht ihr diese Eisleute, die da stehen. Und in die habe ich versucht zu kämpfen. Das war aber irgendwie nicht so vom Vorteil. So. Ja. Hier, genau. Hier war ich auch schon. Aber da konnte ich nichts machen. Kann ich glaube ich immer noch nicht. Auch Wachturm-Kellerschlüssel benutzt. Ach, guck mal. Eieieiei. Wer ist er denn? Hier an der Seite wahrscheinlich, ne? Oh! Naja. Kommt er da raus? Kann ich ihn da rauspullen? Eigentlich nicht, ne? Jetzt kommt er. Oh, er kommt. Okay, das ist so ein Ritter. Bin er wieder. Okay. Oh, der hat aber nicht viel Schaden genommen, ne? Weiter so. Ah. Hä? Komm her. Okay, wir haben ihn erwischt. Zweimal und haben sie jeweils 16 Schaden gemacht. Was natürlich wirklich überhaupt kein Schaden ist, muss man sagen. Komme ich aber noch nicht rein. Ich habe Angst, dass ich dann in der Falle sitze. So killen wir ihn halt. Das dauert zwar ewig. Aber vielleicht kriegen wir ihn dann getötet irgendwann. Ah. Der will einfach nicht rauskommen.
Er will einen hier da drin töten, wie man sieht. Ist ganz schön hart. Aber ich würde ihn ganz gerne killen. Ich glaube, ihr wollt auch sehen, wie der stirbt. Ah, der hat geblockt. Ich könnte natürlich mal reinrennen und probieren, ihn da drin zu killen. Aber ich habe leider Angst, dass er da drin sterbe oder so. Nicht um die Ecke, ne? Jetzt. Ah, okay, aber oh, wir haben ja schon einiges weggenommen. Machen wir gleich nochmal weiter. Ah, okay. Den kriegen wir. Das dauert zwar lange, aber. Eieiei. Müssen wir schon aufpassen. Ich glaube, wenn der mich trifft, dann bin ich, glaube ich, sofort hops. Wir haben ungefähr, ich sag mal, das ist so ein Drittel, das wir weg haben von ihm. Oh, auf die Wand hauen hier. Müssen wir schon aufpassen. Ah, es kann ein bisschen dauern hier, wie man sieht. Uiuiuiui. Aber er kommt wirklich nicht weiter raus zu uns. Ich kann mal versuchen, harte Schläge gleich zu machen, wenn er kommt. Wieso bleibt er stehen? Trick. Boah, das war doch gut. Ich hätte weiter zu, ich hatte keine Energie mehr. Ich hätte mir ihn richtig platt machen können. Haut nur einmal zu, ne? Da leider nicht weiter. Jetzt. Oh. Na komm. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr langweilig für euch zuzuschauen. Aber so kriege ich ihn, glaube ich. Fall. Den kriegen wir. Rutscht auch immer dadurch, ne? Er rennt auch immer gleich wieder zurück. Okay, war nicht schlecht von ihm. Na, komm her. Ja? Haut dann auch wieder ab, ne? Komm rein hier, raus hier. Was macht er? Jetzt kommt er nicht mehr hin. Scheiße, aber jetzt haben wir schon so viel weggenommen. Wir können jetzt nicht weggehen vor ihm. Wir müssen ihn killen. Ja, jetzt kommt er. Mist. Macht natürlich nicht. Auch natürlich, macht natürlich kaum Schaden hier, das merkt man. Aber. Habt ihr noch Zeit? 10 Minuten? Dann haben wir ihn platt gemacht. Vielleicht. Ah. Okay, aber jetzt langsam. Neigt sich seinem Leben das Ende seines Lebens. Oh, oh, kommt er. Er noch nicht.
Ja, aber er ist ja nicht mehr so viel Leben, hat er ja nicht mehr, also. Okay, jetzt ist er gleich platt. Bin mir ziemlich sicher. Er hat nur noch einen Schlag übrig eigentlich. Jetzt haut er mal dahin. Komm mal raus da, ich will dich töten. Da kommt er. So! Vollen steinerner Ritter. Schwächling bist du. Havelsring. Guck mal, hier noch irgendwas ist hier drin. Kommen wir da hoch. Gucken uns trotzdem noch ganz kurz den Ring an. Havelsring, was ist das? Erhöht maximale Ausrüstungslast. Das ist natürlich schlecht. Dieser Ring wurde nach Havel im Feld benannt. Havelsmänner bezeugt mit diesem Ring ihr Vertrauen in Anführung und konnten dank seiner Kräfte schwere Lasten tragen. Ist natürlich sehr praktisch. Guck mal ganz kurz, was für einen Ring wir jetzt drauf haben gerade. Wir haben jetzt gerade. Oh, Wolfsring machen wir kurz weg. Wenn wir mal den Ring. Warte, jetzt bin ich gerade verwehrt. Ich weiß nicht mehr, wofür der Wolfsring war. Versteckt Balance. Nee, das Wolfsring nicht. Wir ringen es. Also wir TP von Gefallen gegen. Das ist eigentlich nicht schlecht und versteckt Balance ist auch nicht. Warte mal, wir machen es anders. Wir machen den weg. Und dafür den Ring des Bösen frei. So, kriegen wir schon Leben wieder, wenn wir Leute töten. Okay. Und wir haben. Was da oben Toten? Ach, ist das jetzt eine Abkürzung hier? Ach so, jetzt ist hier oben ist dieser Typ, der mit den Fallen schießt, ne? Nee. Bin ich denn jetzt hier? Kann mich nicht mehr dran erinnern. Geh mal kurz hoch. Das ist auf jeden Fall wieder eine Abkürzung. Statt da unten Toten ist ja. Alter Schwede. Also es gibt immer geilere Abkürzungen, muss ich sagen. Das gefällt mir. Na gut, aber wir gehen unten weiter. Den. Der war ja nicht so schwer, der Ritter. Hat zwar ewig gedauert. Ich gebe zu, 10 Minuten Kampf für einen Ritter. Dass er nur einen Ring hinterlässt. Aber immerhin können wir jetzt schwerere Lasten tragen. Was natürlich gut ist, denn wir können dadurch unsere Ausrüstung wieder anziehen, glaube ich. Und würden nicht immer dumm rumlaufen. Also ich habe ja hier was abgelegt. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal. Und wir hatten vor, die Wanderermaschetten. Die nehmen wir, ziehen wir wieder an. Und die Hosen können wir auch wieder anziehen. So. Können wir mehr tragen. Okay. Das haben wir erledigt hier. Jetzt mal gucken, dass wir hier vorbeikommen. Und den habe ich so ein bisschen Angst davor, diesen Eisleuten. Denn die haben mich ganz schön platt gemacht. Aber vielleicht kann ich ja mal einen angreifen. Anschlag. Was ist das denn? Wer hat mich denn da getroffen? Oh. Vorbei. Okay, dann müssen wir ein bisschen Energie tanken, mal kurz. Einer ist klatt. Nicht schlecht. Einer ist hier noch. Oh nein! Oh, das war eigentlich so gut. Cool. Oh shit! Okay. Ist auch platt. Was ist das? Blauer Brocken. Bringt mal was? Puh, Mann, Mann, Mann. Also, wie man sieht, hier war ich ja schon. Hier habe ich die Leichen eingesammelt. Oben ist noch so ein Eisriese. Den schnappe ich mir auch mal. Dass die mich da irgendwie. Aber was hat denn. Können die so komische weiße Dinger auf mich schießen? Was hat er auf mich geschossen? Oh, da hat er mich schon entdeckt. Da hinten, das ist ja. Das. Das müssen wir. Warte mal. Ah. Natürlich sehr langsam, was für uns vom Vorteil ist. Oh! Ich
schießen sich auch gegenseitig ab? Oder was machen die? Was ist denn das da hinten? Das ist eine Riesenschlange? Eine Schlange, ne? Und die... Ach, und die schießt diese Dinger? Oh! Oh! Denken wir uns mal hier hinterm Berg. Okay, der hat uns entdeckt. Müssen wir den auch erstmal killen. Aber lieber hier, weil hier können uns diese Dinger ja anscheinend nicht treffen. Oh! Oh. War nicht so clever? Dachte, ich könnte auf ihn raufspringen. Suchen wir nochmal. Hier irgendwo kommen. Los, und dann hüpfen wir auf ihn drauf. Klappt das, weil das ist zu niedrig von hier, ne? Oh nein! Oh, kommt da hinter mir her? Wir locken ihn mal ran. Oh! Gehen wir hier hinten. Vielleicht können die uns hier hinten ja nicht treffen. Oh, hier hinten schießt sie nicht ganz. Doch, hier schießt sie auch hin. Oh. Komm her. So, Geschichte. Denn. Ist noch ein anderer Weg hier von irgendwo hin, oder? Muss ich zu dieser Schlange hin? Guck mal hier oben. Kein Weg, ne? Oder kann man da hoch? Kann man da hoch? Oh! Shit! Ich würde mich in diesen Felsen verstecken, geht das? Geht mal schnell was. Oh, verdammt, Axt! Kann ich nur laufen? Oh nee, was ist denn hier los? Oh, lass trinken. Oh, oh. Man ja nur, wie soll man dann denn... Oh. Okay, mein Schild blockt das, aber... Wie soll ich denn... Oh, verdammte Axt, wie soll ich das denn schaffen? Das trinken. Da! Ach, scheiße, ich dachte. Oh. Eieiei, oh oh. Oh! Shit! Was soll ich machen? Ich kann nicht mal was sehen. Ist alles voll mit Nebel. Oh. Hauen! Wie. Okay. Oh oh. Ach, guck mal. Hä? Ich verstehe. Oh, der hat einen Kopf verloren. Aber die hat ja 1 Milliarde Köpfe. Kann man das dann. Oh, verdammt. Können wir das dann schaffen? Ach, da. Ach, hier ist Kopf. Okay. Boah. Guck mal, wie groß sie ist. Oh. Oh ne, den trifft er mich auch noch so? Ja, was trinken. Ah. Ah, ich treffe ihn nicht. Shit. Jetzt aber. Auch nicht. Oh, hier liegt eine Leiche. Ich finde die mal lieber nicht. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Da. Ah, noch ein Kopf ab. Okay. Was jetzt? Los, lauf dahin. Hau zu. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ich treffe die gar nicht. Wo ist sie? Das ist echt schon ein Riesenviech, ne? Hä? Wie weit bin ich denn weg gewesen von der? Okay, 3 Köpfe sind ab, wie ich sehe. Uah. Ach cool, die gehen immer mit mich rüber, die Schüsse. Das ist nicht gut. Da am Kopf. Das geht nicht. Also ich kann nur einen Schlag geben. Das dauert Jahre, der Kampf. Oh. Ah, hier ist ein Kopf. Nee, auch nicht. Doch, einmal getroffen, oder?
Bleib mal hier bei der Leiche stehen. Da kann ich da hinlaufen. Ich kann da nicht mal hinlaufen, das dauert ewig. Aber sie trifft mich irgendwie nie. Hier. Hat noch einen Kopf verloren. Oh, jetzt schießt sie schon wieder. Okay, aber sie schießt über mich rüber. Ach, guck mal, ach da ist sie reingebohrt. Ah, ich so schnell. Der draußen, wie soll ich das denn schaffen? Oh, shit. Ich kann auch gar nicht so schnell laufen. Blöde. Oh. Ah, hier. Jetzt aber. Na, okay. Oder auch nicht. Nein! Oh, verdammt. Kann ich auch nichts machen, ne? Schnell was trinken. Ah, jetzt der Kopf aber hier, ne? Ich krieg den nicht abgehackt, du. Einfach zu schnell. Okay. Also ich muss ein bisschen dichter rangehen, dann kann sie mir diesen Arm nicht treffen. Jetzt aber. Ah, sie hat noch einen Kopf verloren. Wie viele Köpfe hat sie noch? Eins? Nee, da ist noch einer. Hier habe ich die Schnauze getroffen. Oh. Ich sehe auch nichts irgendwie. Das ist so schnell. Da komme ich gar nicht. Brauche ich gar nicht hinlaufen. Da! Ah, okay. Warte mal, vielleicht geh ein bisschen dichter ran hier. Okay. Doch da, ne? Ich muss. Ja, warte mal. Schlägt sie an der gleichen Stelle wieder ein? Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Auf jeden Fall. Ah. Wir müssen uns dahinter irgendwo ein bisschen dichter ranstellen hier. Oh. Wie dumm war das denn? Ich glaube, ich habe noch einen Pfeil und Bogen, aber das bringt nichts. So schnell. Jetzt aber. Ich krieg die echt einen Schlag verpasst, ne? Ich habe auch nicht mehr so viele Flaschen. Jetzt aber. Oh, guck mal, jetzt hat sie nur noch einen Kopf. Den da. Ah, hab ich einmal erwischt. Oh, guck mal, ich hab noch einen Kopf. Komm her. Okay, die sind schon weit weg, da komme ich nicht hin. Oh, Mann, genau vor mir, habt ihr es gesehen? Komm ich nicht hin. Aber warte doch, warte mal, ich bleib hier stehen und wenn er gleich zurückgeht, dann hau ich zu. Wir müssen warten, er kommt gleich zurück, dann kann er zuhauen. Ah, wir müssen hier stehen, hier müssen wir stehen. Wenn er gleich zurückkommt, dann treffen wir ihn, pass auf. Jetzt geht er so weit, ach so, jetzt geht er so weit dahin. Mich auch so langsam. So langsam, bald mal tiefer im Wasser ist, das wirklich blöde ist. Da versuchen wir einen Bogen. Oh, jetzt aber. Da. Einmal getroffen. Ah. Okay, jetzt der Kopf auch ab. Ah, guck mal. Okay, war jetzt nicht super schwer. Oh. Die Leiche. Ritterhelm, Ritterrüstung, Ritterstulpen, Rittergamaschen. Okay, was haben wir da bekommen? Nachgucken. Noch irgendwie auch da noch einen Ring bekommen, ne? Der Kronen, dann gewährt zusätzliche Magie, aber halbiert die Trefferpunkte. Ja, so viel machen wir mit der Magie ja auch nicht. Ist doch egal.
So. Was? Gibt's hier noch mehr zu entdecken? Wir gehen mal zu dem Wasserfall da hinten. Gibt's ja so viele Geheimnisse, ne? Ein Wasserfall ist doch fast in jedem Spiel immer irgendwas Besonderes. Ne, da ist es nur tief. Auch nicht rein. Aber hier kann man ja reingehen, sieht man ja. Aber ich glaube, wenn es zu weit reingeht, dann ist es zu tief. So. Viel mehr kann man hier, glaube ich, nicht machen. Hier oben längs. Da liegt nur Gestein, aber kann man nochmal hier hochgehen? Ja, man kann hier wirklich nicht so viel machen. Hier trotzdem mal längs. Vielleicht entdecken wir ja noch was. Ich finde es so cool, wie alles miteinander verflochten ist, oder? Das ist schon sehr cool. Ja, dann geht's nur runter. Ja, dann laufen wir, würde ich sagen, zurück zum Leuchtfeuer. Obwohl, ich habe ja noch so ein... Ich hab noch ganz viele von diesen Steinen da, wollte ich sagen. Ja, die Heimkehrknochen, die nutzen wir mal. Nutzen. Yes. Mal Lust, den ganzen Weg zurückzulaufen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm für euch. Also, ich glaube, mehr Wege habe ich hier gar nicht entdeckt in diesem Finsterwurz-Kram. Ich denke mal, das muss es dann gewesen sein. So, wir rennen aber mal runter zum Miet. Denn wir haben jetzt ja so viele Punkte. Aber wir haben immer noch keine, 20.000. Das hätte man ja wirklich mal das holen können. Well, hello again. You need anything forged? Waffe verstärken? Guck mal, wir könnten unser Drachenschwert verstärken. Mit dem Drachenstein, den wir gerade eben bekommen haben. Okay. Große Axt mit der kleinen Schere. Große Drachenkönig mit. Auch mit einem Drachenschwert. Die große Axt des Drachenkönigs können wir leider nicht nutzen. Die ist zu schwer. Aber unser Drachenschwert könnte ruhig ein bisschen mehr Power vertragen. Das machen wir einfach mal. Kostet 10.000 Seelen. Egal. Okay. So, wir können noch ein bisschen Ausrüstung reparieren. Ja, Leute, das war's erstmal für heute. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann werden wir uns, glaube ich, auf zu Schandstand machen. Schandstadt machen. Das macht, glaube ich, Sinn. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.